Uiuiui, das war ja nochmal richtig knapp letztes Mal mit der Farbe. Und. Oh, Huster. In Part 9 stand in den Kommentaren, dass ich einiges vergessen habe, was mir gar nicht aufgefallen ist. Danke für die netten Tipps, ne? Und kann ich hier irgendwie aufschneiden? Nö. Also, wir sind neu mehr in der Indigo-Grotte und müssen den grünen Toads helfen. Oh, und hier ist schon einer. Klebt da fest. Eieiei. Mein Freund, wir sind hier nicht bei Stickerstars. Wir haben das Band entfernt. Du kannst also ruhig runterkommen. Lel. Wurde ja auch mal Zeit. Ihr geht, mein Gesicht ist ganz voll, ganz klebrig. Ich sollte mir das schnellstmöglich abwaschen, sonst brauche ich bald auch so eine Maske. War das ein Shy Guy Diss? Ui, ui, ui. So, und ansonsten bewegt sich hier nichts. Ich habe irgendwo, ja genau, Feldmäuser gesehen. Bei den Fledermäusen, da war was. Nein! Oh, wie geil ist das jetzt, so ein Roulette-Ding? Wo wir den Toad da rausnehmen müssen. So, wir haben wieder Farbe, allerdings haben wir immer noch keine anständigen Karten. Wir haben sehr viele Monster. Aber. Ja, die bringen uns halt nichts, weil die nicht alle angreifen. Und es gibt ein Exzellent, nur kriege ich das nicht hin gerade. Ich finde es aber auch geil, wie die Arena immer das ist, wo man gerade ist und nicht nur so eine abgewandelte Background. Ach, nicht erwischt. Ja. Ganz cool. Ja, Feuerblume, komm. Ja, damit. Und da oben. So, die Feuerblume müssen wir noch üben. Ah, wir kriegen die einfach nicht hin. Oder besser gesagt, ich krieg sie einfach nicht hin. Ich weiß nicht, wie jeder steht, dazu steht. Weil ich bin ein kompletter Vollpfosten, was das angeht. So, und jetzt rauch damit. Und jetzt hau dem eine rein. Wieder ein Spitze. Mann, ich will ein Exzellent. So, und jetzt will ich diesen scheiß Toad. Nein! Knapp, knapp, knapp. Wieder nicht gekriegt. Ah. Ja gut, Kartenroulette, komm. Da kriegen wir. Können wieder einen Ventilator kriegen. Und ich habe eine Feuerblume gekriegt, ja. Ist okay. Komm mal her, meine kleine Feuerblume. Ich setze jetzt zwei ein, wenn ich eine vermassle. Das war ein super. Ja, okay. So, jetzt aber Toad. Her mit dem Toad. Nein. Jetzt bin ich daneben gesprungen. Aha. Ja, jetzt habe ich ihn. Okay. Und das greifen die trotzdem an. Ja, gut, dann mache ich euch mal kaputt hier, ne? Was machen die Käfer? Ja, die greifen jeden an. Und dann hole ich mir. Ja, schon mir zwei Käfer, komm. Wir suchen einfach mal so Handlanger. Mal schauen, wie die so ticken. Okay. Ah, die machen ihre Attacke. Okay, also die Gegner greifen mit ihrer Attacke an. Ist in Ordnung. Das gibt aber jetzt viel Erfahrung, ne? Oh mein Gott, Toad, lall nicht. Laber nicht, laber nicht. Ich will die Sachen. Komm. Geh weg. Danke. Nein, nicht labern. Ich weiß nicht, ob die Dinger despawnen. So. Wie kommt man da zur Insel? Kann man da was aufschneiden? Nee, kann man nicht. Ich gehe mal weiter.
Wo sind wir hier? Musik ist verschwunden. Was halb auch immer. Hallo? Oh, da ist noch einer. Und hier kann ich was ausschneiden, ohne dass ich damit gerechnet habe. Ich dachte eigentlich, ich schneide den Wasserfall aus. Okay. Na, warte. Man muss da immer so speziell stehen. Ach so, nee, warte mal. Hier funktioniert das ein bisschen anders. So, jetzt ist es richtig. Man kann doch den Wasserfall wegschneiden. Okay, okay. Also dieses Feature wurde dann doch ein bisschen überlegt einprogrammiert. Das ist nicht so einfach. Oh, da ist gerade, da kannst du schneiden. Nee, hier gab es eine Form. Also man hat sich da schon ein paar Gameplay-Mechaniken überlegt, was okay ist. Ey du, belästig hier nicht den grünen Toad. Hast du verstanden? Weil dann kriegst du mit mir zu tun. Ja. Und du wirst... Wie wirst du gekillt? Ja, du kriegst einen Hammer rein. Komm. Du bist doch schnell weg. Und wieder mit einem Spitze. Ja. Wo bin ich? Wasserfall. Da. Ja, und da läuft der weg. Nur noch einen. Okay. Dann haben wir sie alle. Interessant. Ich meine, immer da gibt es was auszuschneiden. Oh, aber hier gibt es was einzufärben. Ist sehr viel Gelb wieder mal verbraucht. Also Gelb ist wirklich momentan so der Trend schlechthin. Hier gibt es an jeder Stelle Sachen. Oh, endlich mal wieder Sprünge. Geil. So langsam habe ich die vermisst. So, wie komme ich da hoch? Aufschneiden? Nee. Und da, warum schwebt da eine Karte? Gibt es hier unsichtbare Blöcke? Hm. Das ist mir noch ein Rätsel. Wie komme ich an die Karte ran? Ich will die haben. Hallo. Okay, gehen wir erstmal nach oben. Schauen, was da oben abgeht. Ist es normal, dass es hier keine Musik gibt? Ist ja ein Geheimnis. What the fuck? Die Musik! Ist das ein spezieller? Toad? Shy Guy. Was ist das denn für ein creepy Guy? Und die Musik! Ich weiß nicht, ob der stärker ist, deshalb nehme ich mal zwei Karten. Weil der macht mehr Angst. Hä, kann es sein, dass ich den irgendwie nicht... Hä, mache ich dem irgendwie keinen Schaden? Na, jetzt ist er weg. Okay, dann doch. Also er hätte doch mehr Leben als gedacht. Und das ist der letzte Retter-Toad. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Mein Gedächtnis, es ist wie ein weißes Blatt Papier. An eine Sache kann ich mich aber allerdings noch erinnern. Grüner Retter-Toad Nummer 6, bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Report. Rapport. Oh, da fällt mir noch was ein. Hier, das kannst du gut gebrauchen. One-Up-Hills, yay! Solche Karten, glaube ich, haben wir aber schon. Ja, jetzt können wir zum Anführer zurückkehren. Ich möchte aber nach dieser Creepy-Szene doch noch eine etwas
tauglichere Belohnung haben. Und ich glaube, die finde ich auch hier. Aha. Aha. Das könnte das Problem gewesen sein. Warum wir nicht an die Karten rankommen, oder? Warum sind da unten jetzt Flop-Flops? Ist ein Geheimnis? Ach so, kommt man an die Karte. Da war aber noch was einzufärben, das habe ich gesehen. Komm, Stein, komm runter. Geh nochmal dahin. Wo war das jetzt? Hier, ne? Genau. Oder ist das nichts zum Einfärben? Nö. Okay. Ah, nee. Ich will aber auch die anderen Sachen. Ich will... Ah, das Spiel macht so viel Spaß und Bock und Laune. Geil. Geil. Sowas habe ich lange Zeit nicht mehr gekriegt. Einfach so ein geiles Mario. Und was ist da gerade runtergefallen? Nur Leben? Oh, nur Leben. Ja gut, dann gehen wir nochmal nach oben. Ich will nämlich alles. Alles. Weil sonst kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Muss dauernd dran denken, du hast noch was vergessen. Du hast noch was vergessen. So, und jetzt stelle ich mich hier hin. Nicht, dass ich da daneben springe. Das ist auch so ein bisschen dreidimensional, ne? Und ja, tatsächlich, die Flap-Flaps waren wohin nicht da. Jetzt sind sie wieder da. Okay. So, und wenn wir jetzt noch was sehen, was eingefärbt werden... Wow. Ja, an dem kommt man nicht vorbei. Die sitzen da im Wasser und springen raus. Warum sind das denn keine Cheap-Gees, sondern Shy Guys? Ja, bisher sind die Shy Guys ja irgendwie die Hauptverdächtigen. Das sind ja eigentlich nur die, die die Farbe stehlen, ne? Andere Gegner machen das ja momentan nicht. Warte, vielleicht zuerst die Feuerblume. Weil diese Shy Guys sterben doch recht schnell, wenn man sie mit Feuer beschmeißt. Vermutlich, weil es nur Papier ist. Na, dann würde Bowser ja Mario sofort vernichten. Weil der ist ja ein Feuerspeier. Auch wenn er eine Schildkröte ist und kein Drache. Er kann Feuer speien. Mehr muss man dazu nicht wissen. So, wie kommt man auf diese Insel da? Das ist noch eine gute Frage. Man kann hier nichts ausschneiden, oder? Jetzt hier noch weiter? Nö. Hier ist dieses Roulette, wo man auch nicht hoch kann. Das muss ja dann... Ah ne, es geht von da oben irgendwie, ne? Von da oben, aber wie kommt man da hoch? Ah, seht ihr, da ist noch was, was eingefärbt werden muss. Hier mit der Brücke muss... Ah, die Ratatouilles werden da wohl irgendwie was noch machen. Und hier hatten wir damals keine Farbe mehr, oder? War das die Stelle? Ich glaube schon. So, hier gibt es auch einzufärben. Du gehst mal weg, du Scheißkäfer. Und dann hat er mich doch gekriegt, das gibt's doch nicht. Ah, und auch noch massig Schaden gemacht. Gar nicht so gut. Ja gut, dann... Erstmal Hammer. Und danach Sprung. So. Jetzt versuche ich das exzellent beim Hammer. Ne, wieder nur Spitze. Okay, ich krieg's nicht hin. Und jetzt greift er wieder nicht an. Was kriegst du denn jetzt reingedrückt? Feuerblumen, glaube ich, geht nicht. Ah, ich muss das Rad drehen. Ich habe wieder nichts Gescheites. Und ich kriege einen Schuh, das ist gut. Ja, wir haben auch enorm viele Münzen. Ich weiß nicht mal, was das Maximum an Münzen ist. Ob es bei 1000 Schluss ist. Oder ob das noch weiter... Ja, hoch geht. Da will ich da mal nichts riskieren, ne?
Nicht, dass wir in einem Level sind, Sachen einsammeln und dann nichts dafür kriegen. So, die Rettertod. Ah, jetzt fährt das Ding gerade hoch. Ja, gibt es denn hier noch irgendwas einzufärmen? Nö. Ja, ich werde das nochmal checken. Ich weiß nicht, wollt ihr online sehen, wie ich alles einfärbe? Oder ist okay, wenn ich mal offline Level vervollständigen, wo es halt nur noch zum Einfärben gibt? So, die Toads hier, kann man die auch anmalen? Ich glaube schon, ne? Ja, kann man. Ja gut, dann Regenbogen-Toads-Power. Oh mein Gott, yes! Regenbogen-Toads. Geil. So, Anführer. Abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und mit mir sind wir 7. Damit sind alle anwesend. Und sie rütteln sich die Farbe ab, okay. Grüne Retter-Toads. Achtung, Operation Toadbrücke beginnt. Auf alle auf ihre Position. Ah, die machen jetzt auch einen Stapel. Ja. Okay. Yo, das nenne ich Retter-Toads. Mission erfolgreich ausgeführt. Ja, jetzt noch drüber latschen. Danke, Mario. Du hast uns gerettet, obwohl das Retten eigentlich unsere Aufgabe ist. Spring so fest auf uns, wie du möchtest. Lass alles raus. Ich meine völlig ernst, okay. Ja, das will ich auch sehen. Was? Oh, shit. Diese Gegner. Und die Toads, die leben noch immer, okay. Ja gut, dann bekommt ihr was auf die Fresse, wenn ihr nicht hören wollt. Reicht so ein kleiner Käfer aus? Ich nehme mir auch mal einen Koopa. Ich bin einfach neugierig, was die Karten alles machen. So, erst kommt der Käfer. Er greift ja wie gewünscht an. Der Koopa, glaube ich, macht das aber nicht. Und da sind sie auch schon alle down, bis auf den einen da. Dann bitte Koopa, mach den Rest. Ja, der greift auch an. Oh, wunderbar. War eine gute Kombo. Nice. Und da sind Münzen runtergefallen. Ich glaub's nicht. Oh, und die Toads sind durchnässt, oder? Feindkontakt. In der Nase von Rattatoad. Es ist Wasser in der Nase. Ah, nee, zu geil. Mann, kommt mal her hier. Okay. Also, sie stehen tief in unserer Schuld. Was? Danke. Danke vielmals. Ey, der Humor ist so geil. Was steht da? Von ganzem Herzen. Danke. Danke vielmals. Von ganzem Herzen. Danke. Zu geil. Nice, nice. Also, ich mag den Humor hier wirklich. Was ist das? Eine Zitrone? Ein Dings. Und das war nur ein Karton. Es rappelt in der Kiste, es rappelt im Karton. Dong, dong, dong. Dong, 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 dong. Ja, falsch, anderes Lied, ja. Kennt ihr das oder kennt ihr es nicht? Es ist zum Totschießen. Oh, und da hinten geht's auch weiter. Was ist denn hier noch? Ein blauer Stern, okay. Nehmen wir jetzt gelb oder blau oder beides? Ich will das Dings. Ich würde sagen, wir nehmen beide Sterne heute, ne? Ich denke schon. So, Koopa, da. So. Und jetzt geht's an die Wurst. Cool. Spitze, okay. Und super. Ah, das Exzellent mit dem Hammer ist dann doch nicht so leicht. Ah, da ist ein Dings. Ich will das Dings haben, ne? Gib mir das Dings. Kann man das ausquetschen? Ah, man kann es ausquetschen. Super. Ja, dann los. Quetsch die Zitrone aus. Mach daraus Saft.
Bams. Und wir haben eine Zitronengarde gekriegt. Sorgt unweigerlich dafür, dass Gegner so richtig sauer auf dich werden. Ja. So, da ist der Blaustern. Dann hole ich mir aber noch den gelben. Also ich färbe hier zumindest noch ein. Ich weiß jetzt nicht, ob... Nein, ich wollte nicht runterfallen. Ach, der kürzeste Weg, glaube ich, ist hier lang. So, wir müssen das Level ja eh nochmal machen. Ich habe ja Dinge vergessen. Ich will, dass Mario da drauf landet und die Karte rauskriegt. Und dann fällt der Tollpatsch dennoch runter. So, wie oft müssen wir heute Wege wiederholen? Unglaublich, ne? Der gute Mario. Und was ist dieses Tetris-Teil da? Das kann, ah, das kann man tatsächlich ausschneiden. Okay, jetzt bin ich gespannt, warum. Oh, mein Gamepad ist auch fast alle. Aber ich bin jetzt gespannt, warum ist das denn jetzt gut? Ah, das sind zwei Karten drin. Und eine hatten wir noch gar nicht. Ein Hüpfpushen und so ein Gummihammer. Hochhammer. Ja, okay. Cooles Secret, also das gibt's auch in Paper Mario. Und hier haben wir unseren Stern. Nice. So, ich hoffe, das Kabel reicht bis hier hin. Dann stecke ich das mal kurz ein. Oh, Münzen. Nein, test das Geld. Nein! Gut, dann halt nicht. Naja, wir machen das Level E nochmal. So, die Cola-Flasche, die nehmen wir mal schön zur Seite. Nicht, dass wir die noch verschütten. So. Und was ist das? Schere, Stein, Papier oder was? Okay, das ist ja der gelbe Stein. Wir machen das Level einfach, spielen es komplett zu Ende. Heute noch. Ja, die Parts werden irgendwie länger, aber das liegt daran, dass ich das Projekt richtig mag. Also, dass ich zeige da richtig Interesse dran. Weil ich es halt nicht kenne, vermutlich, ne? Das ist vermutlich das Problem. Ja. Und im nächsten Part schauen wir uns dann die gelbe Route da an, oder? Gehen wir zum Strand. Ihr dürft wählen. Ah, und die Goombas. Goombas. Shy Guys. Greifen uns ständig an. Goddammit, wir haben bald keine Karten mehr. Ihr Drecksäcke. Stirbt. Oh, nimm noch einen Shy Guy. So, Shy Guy vs. Shy Guy. So, dann Spitze. Ah, und die Druckwelle macht... Okay, die Druckwelle macht den Rest. Oh, so. Wir sind auch bald auf dem Maximum. Jetzt bin ich gespannt. Ah, wir haben 1000 Münzen. Okay, das geht noch viel weiter als 1000. Gut zu wissen. Jetzt halte ich aber auch die Augen offen. Weil ihr habt mir ja beschrieben... Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent dieses Level noch beansprucht, aber irgendwo waren Fledermäuse und da habe ich nicht gründlich eingefärbt. Da, ne? Das meint ihr. Und da treffe ich auch noch einen Fab-Fab oder Flap-Flap. Hä, kann man die wirklich mit dem Hammer angreifen? Oh, und wir haben... so einen Seriensprung gekriegt. Ah, den setze ich gleich ein. Der ist cool. Und dann kriegen die noch... keine Ahnung. Ich denke, dass die in der Luft schweben und daher nichts anderes ja denen Schaden zufügen kann. So, Seriensprung, das ist geil. Da springt man nämlich vom Gegner zum Gegner. Ah, der ist allerdings jetzt down. Oder... war das bis zur Unendlichkeit. Ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt war. Aber anscheinend ist das, ja, dass man halt so oft wie möglich drauf springen kann. So, wir bekommen eine Feuerblume. Dann setzen wir die mal ein, weil die scheint doch sehr stark zu sein. Nur kann ich die absolut gar nicht.
Das ist ein heftiger Kampf hier. Aber wir haben keine guten Karten. Ich würde sagen, im nächsten Part werden wir auch mal ein bisschen shoppen gehen. Uns ein paar Karten besorgen. Weil so geht's ja nicht. So, ich bekomme einen Hammer. Ich hoffe, dass dieser auch das tut, was ich von ihm will. Und dann nehme ich noch so eine Fledermaus. Komm, greifen ja irgendwie auch an. So, bitte, bitte, bitte. Hammer muss funktionieren. Okay, hat auch funktioniert. Was machst du? Er greift seinen Artgenossen an. Okay, super. Geil. Und feiert mit. Ja, wieder Leben und Geld und alles. Yes. Ah, warte. Das ist noch nicht richtig eingefärbt. So, jetzt. Was sammeln wir jetzt ein? Den Blaustern, ne? Genau, genau. Also, war das der einzige Fleck, den ich verpasst habe? Laut dem Kommentar, ja. Oh, hier scheint noch was zu sein. Nee. Ah, nee, jetzt habe ich genießt und vor mir tauchen Gegner auf. Das ist natürlich nicht gut. Komm hier, flap flap und habe ich noch so einen? Nö. Ja gut, dann nimmst du dir noch die Eisblume. Die wird vermutlich... Oh nee, warte, die fliegen höher. Ich glaube, die Eisblume ist dann doch nicht so gut. Ich glaube, das wird nichts. Ja. Und dann kriege ich natürlich einen Exzellenten. Oh, ich könnte kotzen. Dann kriege ich natürlich einen Exzellenten. Ja. Gut. Aber warum bleibt der denn... Ach so, der dient dann auch noch als Leben. Ey, das ist ja eine geile Karte. So, dann nehmen wir uns Hüpfpuschen. Und sonst habe ich keine Sprungattacken. Na gut, dann muss der Hüpfpushen ran. Kampf wird dann wieder ein bisschen länger. Oh, und verkackt. Autsch. Ja, ich habe keine Karten mehr, komm. Lottorad. Jetzt was Gutes. Hammer ist nicht gut. Okay. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal flüchten und schauen, wie viel Geld man verliert. Weil ich denke, man verliert Geld, wenn man flüchtet. Ich will das nur mal testen. Hä? Okay, das hat irgendwie nicht geklappt. Deshalb auch immer. Okay, momentan machen die mir wirklich Probleme, weil ich keine Karten habe. Endlich mal ein Schuh. Das ist halt auch nur einer. Ja, dennoch, egal. Komm. Naja. Hammer, nicht gut. Schon mit dem Hammer kann ich nicht treffen. Ich kann es probieren, aber ich gebe darauf keine Gewähr, so ich nehme ja auch einen Shy Guy. Ja, um den nächsten Part werden wir wirklich Karten kaufen gehen. Ja, war klar. Und der Scheiger wird vermutlich auch nichts zu bieten haben. Totaler Noob. Aber ich verliere keine Leben. Das ist immerhin gut. Man kann die ja als Schutzschild benutzen. So, und jetzt wieder Karten. Drehen. Komm, was Geiles. Ah, eine Feuerblume. Nochmal Flucht. Was muss ich denn bei der Flucht machen? Da, ach so, man kann, braucht nichts. Okay, man verliert auch nichts. Man kriegt halt auch nichts. Okay. Fragwürdiges. Ja, fragwürdiger Mechanismus, aber ist ja okay.
So, wie ging das jetzt nochmal? Genau, da geht's ja rein. Dann suchen wir irgendwo noch Farbreste. Und dann sind wir für heute schon wieder durch. Die meisten von euch haben bisher geschaut, denke ich, um sich ein Bild zu machen. Oder sind halt schon weiter. Und von daher machen wir heute noch einmal so einen langen Part. Ja. Und ab nächstes Mal halte ich die Parts aber dann wieder kürzer. Es gibt halt so viel zu entdecken und ich weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Ich könnte das jetzt auch an den nächsten Part ranheften, aber nein. Komm, das machen wir jetzt noch so und ab dem nächsten Mal gibt es dann kürzere Parts. So, jetzt sind wir wo genau? Bei der Todbrücke. Existiert die jetzt noch immer? Ja, tatsächlich. Ich glaube, wir haben auch alles jetzt eingefärbt, was wir einfärben konnten. Da gibt es jetzt nichts mehr, außer ich habe was verpasst. Ja, Freunde, dann bis zum nächsten Mal bei Paper Mario's Color Splash.